Fußball ist Leidenschaft. Fußball ist Kampf. In den Arenen werden Helden geboren. Wir müssen es verschieben! Zumachen da vorne, rüber zum Abwehrriegel! Ja, und jetzt rüber! Rüber! Nach vorne! Und Haulung! Marc, wen soll ich denn jetzt hier umhauen? Wir sind doch hier wieder vollkommen alleine, wie immer. Das ist doch super albern jetzt. Lande einen viralen Hit, 1 Million Views in 3 Tagen. Marc, ich ziehe mich nicht aus. Das habe ich 1000 Mal gesagt. Du wirst einen viralen Hit mit einem Fußballvideo landen. Zusammen mit den Kollegen von Wumms. Ey, bonjour, ich bin ein Lausbub. Und mein Name, der ist Frank. Und das muss dann innerhalb von 3 Tagen 1 Million Views erreichen. Bayern nicht Erster, da läuft noch was krumm. Kriegst einen größeren Schreck als Heidi Klum. Ich kenne mich ja gar nicht aus mit Fußball. Zähl mal 3 Spieler auf. Müller? Ja. Neuer? Ja. Ist der Robben noch da? Ja. Ja. Du hast ja heute schon ziemlich viele Namen genannt, aber den, um den es heute geht, noch nicht. Der sieht fantastisch aus, alle lieben ihn. Hummels? Ja! Soll ich ein Lied über Hummels schreiben? Ja. Die Melodie für den Song ist übrigens Hammer. In einem Outfit Hammer. Oh Gott, ist die Idee, dass es dann immer Hummels ist? Ari, du bist ja nicht schlecht. Was weißt du denn über Mats Hummels? Der hat eine Frau. Wie heißt die? Die heißt Kati Hummels. Hm, der hat einen ganz starken linken Fuß. Was für ein Blödsinn. Ja. Ich glaub, Sturm? Nee. Nee? Gegenteil. Oh, Verteidigung? Jo. Beste Voraussetzungen für mich. Ari hat keine Ahnung und muss jetzt in der nächsten halben Stunde 3 Dinge festlegen, die am Ende genauso im Song vorkommen müssen. Reim. Du musst einen Reim auf Hummels machen. Oh Mann, ich kann überhaupt nicht reimen. Du musst eine Songzeile. Oh, scheiße. Texten und in deinem viralen Hit muss auf jeden Fall ein Fußballer-Zitat vorkommen. Raus, Laus, raus. So, auf Mats Hummels, ne? Okay. Hummels, Pummels, Kummels, Fummels, Fummels. Nee. Oder vielleicht auf Mats, Mats, Patz, Glatz. Glatz? Nee. Spatz! Mats, Spatz. Oh Mann! Der kleine Bayern-München-Mats ist ein ganz hübscher Fratz. Also, entscheide dich jetzt. Schatz. Dann nehme ich Schatz. Das wird sicher verwahrt. Damit ist das jetzt in Stein gemeißelt. In diesem Millionen-Video wird auf jeden Fall der Reim Mats Schatz vorkommen. Genial, Leute, ich fühl's schon. Sad. Es bleibt ja immer noch das Problem, ich kenne den Mann ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was er macht. Ja, ich glaube, ich bin mir sicher, ich nehme den Telefonjoker, den Herrn Meinberg, bitte. Der kennt sich aus. Sebastian, ich habe ein Problem. Ich habe ja keine Ahnung, was der Mann macht. Ich weiß nur, wie der aussieht. Gut, aber das reicht ja nicht. Mittlerweile sagt man Mats Hummels nach, er sei nicht mehr der Schnellste. Er ist relativ langsam. Und noch was? Ja, es gibt ein lustiges Bild, da ist auf dem Weg zum Mannschaftsbus und da verschüttet der so einen Kaffee-to-go-Becher. Stopp, das reicht jetzt. So. Nein. Ciao. Langsam, da kann man doch was machen. Du warst auch schon mal schneller. Jetzt nur noch beim Bier holen aus dem Keller. Der Satz wird eingecheckt, lese ihn noch einmal vor. Hummels, du warst auch schon mal schneller. Jetzt nur noch fix beim Bier holen aus dem Keller. Das wird schwierig. bin ich wieder ein bisschen überfragt. Ich glaube, doch, ich bin mir sicher, ich nehme jetzt den Internet-Joker. Das interessiert mich wie eine geplatzte Currywurst im ostfriesischen Wattenmeer. Der ist mit allen Abwassern gewaschen. So, Felix Magath, das war europäische Weltklasse. Entscheidung. Pass auf, das war europäische Weltklasse. Umkringeln. Das war der Magath, der kleine Maulwurf. Mit diesen 3 Blatt Papieren, die ich jetzt feierlich in diesen Umschlag stecken tu. Fahren wir jetzt nach Hamburg. Ari,
Weltpremiere. Ja. Heute werden in Das schaffst du nie zum ersten Mal lustige Menschen zu sehen sein. Geil. Lustig. Die zwei Herren sind Dennis und Jesko, Grimme-Preisträger und Masterminds hinter Wumms. Die gehen Ari zur Hand. Ich mache den versiegelten Umschlag auf. Die Regeln sind, diese drei Sachen müssen auf jeden Fall im Song auftauchen. Ja. Und jetzt auf ans Texten. Das hier wäre dann dein Platz. Okay. Jetzt fang mal an. Kannst du schon mal deinen tollen Satz da reintippen? Schon mal. Das steht schon mal. Und das ist psychologisch total wichtig, dass das schon mal steht. Ja, wir sind fast fertig. Halt ja. Wer hätte es gedacht? Der Reim ist ja jetzt so gut wie eingebaut. Ja, aber ein Song ist es leider halt noch nicht. Ne? Und jetzt wird mal lucht. Wenn wir sagen, wir singen Du bist Hummels, ja. Was würde dann passen? Fummels, Kummels, total geil. Lummels. Schreib auf. Er ist der beste Mats aller Metzel. Schreibt man das dann so? Ein bisschen schlecht ist es schon. So, jetzt fehlt noch die Songzeile von Ari mit dem Weltklasse-Reim Schneller und Bier holen aus dem Keller. Ja. Das kann man einfach einbauen. Hummels, du warst auch schon mal schneller. Hummels, jetzt nur noch beim Bier holen im Keller. Den kaufen wir so. Ein bisschen witzig. Ja, okay, auf dem Blatt steht's jetzt schon mal. Aber das muss ja auch noch gesungen werden. Übertrieben, langsam bist. Das ist gut. Leute, Refrain, Strophe. Check. Ja. Du, 15 Leute schauen sich das schon an. Nicht allen Bösewicht mehr. Gut, das kriege ich schon. Ab ins Studio, Ari. So, jetzt gib alles, Ari. Okay. Wo du zu sehen bist, tobt die Masse. Das war europäische Weltklasse. Du sprichst sogar gerade Sätze. Der beste Mats aller Metze. Also objektiv betrachtet sind da einige Flowfehler drin und man könnte noch die White Noise reversen. Aber okay, singen kann die Ari. Aber jetzt kommt der Reim. Ja, die folgenden zwei Sätze hat Ari aus München mitgebracht. Also war für uns wirklich sehr, sehr harte Kost, weil wir eigentlich damit nicht so viel anfangen konnten. Hummels, du warst auch schon mal schneller. Jetzt nur noch beim Bier holen. Oh Gott! Ein bisschen schwierig. Was hast du dir da gedacht bei dem Satz eigentlich? Ja gut, das muss ich zugeben. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können, müssen. Habe ich mir ein Eigentor geschossen, wie der Fachmann hier sagen würde. Ja, jetzt muss ich mich konzentrieren. Hummels, du warst auch schon mal schneller. Jetzt nur noch beim B-Holen aus dem Keller. Ja, der war gut. Der war gut. Leute, ich komme jetzt zu euch. Jetzt kommt doch wieder was. Das ist so ein schlichter Moderator und Schauspieler. Es ist so brechbar. Du hörst die ersten Silben und jetzt weißt du, Dennis, ich wette mit dir, jetzt kommt wieder was Witziges. Ari, das Schöne ist, dass ihr so ein gutes Team seid. Mhm. Ihr könnt jetzt aussuchen, ne? Wer? Sorry, ich hab zu oft. Was, ich auch noch, oder was? Ja, klar. Das ist aber nicht meine Challenge. Die Grimme-Preisträger Dennis Kaub in seiner schönsten Rolle. Das war doch witzig. Fehlt irgendwie noch was. Ich hasse dich! Ich hab was vergessen. Du Schwein! Jetzt. Was ist das? Checkst du? Was ist das? Wegen Hummels. Was ist das? Nochmal ein S wegen Hummels. Ari, das war doch voll nicht vollständig. Ah, witzig, du bist so witzig. Ihr versteht witzig. Hummels. Ich hatte meinen Spaß. Jetzt geht's weiter. Irgendwie macht alles mehr Spaß jetzt gerade, so wie ihr aussieht. Das ist so geil. Hummels, du bist kein D2. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Hummels, du bist kein D-Zug, nein, du bummelst, wenn du nicht gerade gegen Müller schummelst. Hummels. Boah, Alter, ey. Ist das, war's das jetzt? Alles für die Kunst, oder was? Ist das war super. Ja. Oh! Okay.
Finaler Schritt, jetzt hier in dem Schnittraum, hier wird das Video zu Ende geschnitten. Ne? Die Wumms-Videos sind deshalb so beliebt, weil jede Sekunde praktisch ein anderer Filmschnipsel kommt, der irgendwie zu dem Lied passt. Sollte für Aris Fußballverständnis kein Problem sein. Können wir da nicht irgendwas reinmachen, was irgendwie guck so, mal im Mediacenter, was die Leute so mögen, Brüste oder so? Wir Katzenkinder. Kathi Hummels im Bikini. Sehr gut. Deine Frau ist Influencer, haut den Post härter raus als Patient. Wow. Ari, herzlich willkommen auf meinem Niveau. Ja, hallo, hey, Ariane, mein Name, ich bin hier neu. Ari, komm mal. Jetzt kommt doch irgendwas, ist doch schwer genug jetzt. Ja, ich finde es schon ganz gut so, das Video bisher und so, aber ja, irgendwie, da fehlt noch was. Nämlich ich. Ari muss Videos mit dem Besten von Das schaffst du nie einbauen, Marc Seibold. Du solltest mir dankbar sein, weil ich denke an den Erfolg des Videos. Und ich habe da draußen Fans. Marc, Ami. Liebe Grüße. An die drei. Ich weiß ja schon, was ich da für die erste Menschen bin. Ich muss gut aussehen. So. Schön, schön. Ja, das war ein schöner Tag. K.O.-Schlag, auch nicht schlecht. Funk. Zur Erinnerung, dieses Video soll in 3 Tagen 1 Million Views haben. Mit Marc im Video. Not gonna happen. Obwohl, da fällt mir was ein. Könnte man ihn auch in den Menschen reinschneiden, der von Bud Spencer gehauen wird? Dann müsste er so ein bisschen nach links gucken und sich relativ wenig bewegen. Hier wendet er den Kopf nämlich so. Ah. Und wenn man das rückwärts laufen lässt, dann schlägt ihm Bud Spencer den Kopf so zur Seite. Profi! Und den Post hat er raus als Bud Spencer. Also ist jetzt fast fertig. Okay, ich find's gut. Ich rede mir das vielleicht noch ein bisschen ein, aber ich finde es gut. Wie das jetzt hier so richtig so tutti completi aussieht, ja? Das sehen wir, wenn es online ist. Und jetzt passt auf, mega Special Effekt. Spannend! Gleich geht das Video online. Du bist Hummels, weil du dir so gern in den Haaren fummelst. Manchmal sitzt du auf der Bank und krummelst. Du weißt, dass du übertrieben langsam bist. So, 4 Stunden ist es jetzt her und ihr hört schon, ich bin ein bisschen aufgeregt. 180.000. Yeah, yeah, yeah. Das sind ja viel mehr, als ich dachte. Jetzt gehen wir auf die Stellen ein, die du machen musstest. Schatz, knallst dir den Kaffee vor den Latz. Ah, ist das... Da bin ich! Da war ich! Warum werde ich geschlagen, du Arsch? Das war europäische Weltklasse. Hummels, du warst auch schon mal schneller. Jetzt nur noch beim Bier holen aus dem Keller. Das ist gemein. Oh. Schlechte Nachricht für mich, in dem Video ist alles drin, was drin sein musste. Und es läuft sogar noch recht gut an. Aha! Hummels! Ich habe eine Strategie. Also, es ist ja so, auf Instagram habe ich 140.000 Leute. Die müssen einfach nur alle 7-mal das Video anklicken. Und dann ist das Ding im Sack. Auch wieder Hilfe. Klicken, klicken, klicken also. Jetzt bleibt dir nichts als die Hoffnung. Ich muss nach Hause klicken, 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 klicken. Vielleicht kommst du ja an die Trends. Never. Klicken, klicken, klicken. Kurzes Update, das Video ist jetzt seit 8 Stunden online, hat gerade 333.000 Aufrufe zusammenbekommen. Heißt, ein Drittel ist schon geschafft. Da sind sie, die Trends. Es gibt schon 580.000 Klicks und in den Trends auf Platz 4. Also bis jetzt läuft es sehr gut. Die Hälfte der Zeit ist gerade vorbei und Ari hat mehr als 800.000 Views schon zusammen. Das ist der Lukas und das bin ich. Wir fahren gerade in eine Geburtsklinik. Es sind nur noch 14.000. Mit K. Hier. Wie hast du das geschafft? Was hast du bitte
für eine krasse Community. Ja, nicht wahr? Also, Marc, bleib da, wo du bist und dann komm ich. Nein. Setz mich mal hin. Ja. Die Leute haben zwei Tage durchgeklickt. Diesmal muss man wirklich sagen, nicht ich habe gewonnen, sondern wir haben gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Sag mal, kennst du einen Stuntman? Hast du da vielleicht eine Telefonnummer? Zufällig? Ah, toll. Das wird ganz groß. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr hier mal ein Abo dalassen. Auch ein kleines Outing. Der Sebastian spielt gerne mal im Bällebad. Seht ihr hier. Und wenn ihr den geilen Martin-Song noch mal hören wollt, dann könnt ihr mal hier klicken. Da brenne ich für. War auch schon ein kleiner Tipp. Ja, ich springe den Feuerring.